Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Weitblick, die Welt von innen. Diesmal gehen wir an Orte sichtbarer Not. Katastrophenhilfe ist das Stichwort. Das ist ein direkter Appell an die Christen, Katastrophenhilfe. Sie kennen alle das Wort, ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben, ich war nackt, ihr habt mich bekleidet. Jeder von uns hat Samariter zu sein, aber wenn jeder Samariter ist, kann es zu einem Chaos kommen. Die Hilfe muss koordiniert werden. Und es gibt in Rom eine Stelle, die für diese Koordination zuständig ist. Das ist der päpstliche Rat Cor Unum. Und der Präsident dieses päpstlichen Rates Cor Unum, seine Exzellenz, ist hier. Ich grüße Sie, Exzellenz Erzbischof Paul Josef Cordes. Grüß Gott, Herr Leminski. Exzellenz, päpstlicher Rat Cor Unum. Was verbirgt sich hinter diesem Namen? Wenn mich Leute fragen und eine etwas bündige, leicht begreifbare Antwort wünschen, dann sage ich, wir tun, was der Heilige Vater an karitativen Absichten im Herzen oder im Kopf hat. Das heißt also, wir sind ausführendes Organ für die Caritas des Papstes. Das ist eine sehr knappe und auch nicht umfassende Darstellung dessen, was unsere Aufgabe ist, aber doch das Zentrale. Sie haben von der Koordination gesprochen, die gewiss also bei spezifischen Katastrophen besonders wichtig ist. Auch das wäre unsere Aufgabe, aber das ist ein bisschen platonisch. Das heißt also, das zu realisieren, würde uns sehr schwer fallen. Wir können nicht für uns in Anspruch nehmen, so gut zu sein wie all die katholischen Hilfswerke, die dann tätig werden. Da gibt es sehr viel mehr Kenntnis der Dinge. Da gibt es also Kontakte zu den kirchlichen Institutionen vor Ort. Und unsere Koordination beschränkt sich dann darauf, die Hilfswerke heranzubitten und gegebenenfalls auch dorthin zu fahren, um mit den Leitern der Hilfswerke zu sprechen. Nicht Koordination im Sinne von einer großen Fabrik, die bestimmte Werkzeuge herstellt, wo dann irgendjemand die Sache zusammenfassen muss, sondern Koordination im Sinne von Inspiration eher, menschliche Kontakten, Klima schaffen und Ähnliches. Das geistliche Element ist natürlich immer beteiligt, vor allen Dingen insofern nämlich vor Ort dann in Situationen großer Not die Ortskirche wieder gefragt ist. Und das ist sehr wichtig für uns, dass wir zusammenarbeiten mit den Bischöfen, mit den Priestern, mit den Ordensleuten und auch mit den vielen Laien, die vor Ort schon tätig sind, die die Situation kennen, auf die man sich verlassen kann. Die Effizienz der katholischen Hilfswerke ist ja sehr groß. Man müsste schon mal gelegentlich, meine ich, auch Zahlen nennen, mit wie viel Selbsthilfe mit wenig Selbsthilfe die katholischen Hilfswerke auskommen, im Gegensatz vielleicht zu anderen nicht-katholischen Institutionen. Hier haben Sie schon ein Stichwort genannt. Es geht nur um die katholischen Hilfswerke, denen Sie sozusagen geistliche Impulse geben oder auch denen Sie die Arbeit in gewissem Sinne vor Ort auch erleichtern. Ja, die katholische Kirche hat ja dieses Prinzip der Subsidiarität. Das klingt sehr schwierig und kompliziert, aber es beinhaltet einfach, dass das, was vor Ort getan werden kann, nicht an die nächsthöhere Ebene abgegeben werden muss. Wenn also die Pfarrei oder die Diözese irgendwo tätig werden will, dann sagt nicht Cor Unum, dafür sind wir zuständig, das müssen wir machen, sondern im Gegenteil, wir delegieren und sagen, tut das, tut so viel ihr könnt. Und in ähnlicher Weise arbeiten auch die katholischen Hilfswerke weltweit, dass sie also nach unten delegieren. Und was dann sozusagen an der Spitze noch übrig bleibt an Koordinationsnotwendigkeit, das würde dann Cor Unum übernehmen. Ja. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel dafür, New Orleans. Ich vermute, Sie waren da. Wie läuft das dann ab? Was ist Ihr Job, Ihre Arbeit bei einer Katastrophe, wie sie eben diese Stadt getroffen hat? Ich habe zunächst Kontakt aufgenommen mit dem Apostolischen Nuntius der Vereinigten Staaten und mit den betroffenen Bischöfen.
der Bischof von New Orleans, der Bischof von Baton Rouge und der Bischof von Mobile und so weiter. Ich will die jetzt nicht alle aufzählen. Und habe dann versucht, mit diesen Bischöfen ein Programm auszuhandeln. Wir sind dann rübergeflogen und natürlich war das also auch mit der entsprechenden Begleitung der Medien der Fall und haben uns dort getroffen, vor allen Dingen mit den Bischöfen, aber auch mit Repräsentanten der Hilfswerke. Wir sind zu einigen Stellen hingefahren, die uns das ganze Ausmaß des Elends zeigen konnten, zum Beispiel die Flüchtlingslager. Dann sind wir mit Hilfe der amerikanischen Armee über New Orleans geflogen. Ich hatte die ganze Zeit den Bischof von New Orleans vor Augen und er sah zum ersten Mal das ganze Drama, was sich da in seiner Stadt abgespielt hatte. Dann waren wir in Biloxi, einer sehr zerstörten Stadt, und haben dort geredet mit dem Bischof wiederum und mit seinen Mitarbeitern, die im Einsatz waren, um den Menschen zu helfen. Wir waren schließlich dann noch in Baton Rouge in einem Zentrum, in dem vietnamesische Flüchtlinge aufgefangen wurden, weil dort immer schon eine große Gruppe von Vietnamesen gewesen war. Das heißt also menschlicher Kontakt, ein Wort des Trostes, auch ein bisschen Geld. Und vielleicht machen wir uns zu wenig Gedanken darüber, dass es manchmal in solchen Situationen wichtiger ist, dass Menschen Anteil verspüren an Teilnahme, dass sie merken, sie sind nicht allein gelassen. Und das habe ich also auch wiederum in New Orleans sehr stark gemerkt, wie froh man dort war, dass jemand vom Papst geschickt dorthin kam. Es ist ja so gewesen, dass keine ausländische Kraft, Repräsentanten von anderen Staaten, sich interessiert hat für diese Katastrophe in New Orleans. Interessiert jedenfalls nicht in dem Sinne, dass sie dorthin gefahren sind. Sonst, wenn eine Katastrophe passiert, dann sieht man mal diesen oder jenen Außenminister, der dorthin geht, um zu gucken, um seine Anteilnahme auszudrücken. Aber in Süd-USA ist das nicht der Fall gewesen. Und insofern war natürlich unsere Anwesenheit umso wichtiger und ist auch entsprechend von den Amerikanern vermerkt worden. Sie sagten eben auch tröstliche Worte, auch ein bisschen Geld. Wo kommt dann so dieses Geld her? Jetzt nicht nur Orleans, sondern ganz allgemein. Die Gelder, die wir zur Verfügung haben, kommen zum großen Teil von Spenden. Und da muss ich also die Italiener sehr loben, die da großzügig sind, weil sie auch Vertrauen in unsere Arbeit haben. Und natürlich, weil der Papst eine wichtige Gestalt ist. Und wenn der Papst am Sonntag beim Angelus etwas sagt, dann spüren wir das, dass das also ein Echo hat in den Herzen der Menschen. Aber darüber hinaus auch von der italienischen Bischofskonferenz. Die italienische Bischofskonferenz hat durch das Konkordat finanzielle Möglichkeiten und davon profitieren wir auch. Dann gibt es auch einige Stiftungen, die zum Teil auch von Bischöfen der Vereinigten Staaten hochgepäppelt werden. Und man kann also nicht sagen, dass wir ein geregeltes Einkommen hätten, sondern wir leben dann schon von der Providenz, von der Vorsehung Gottes. Und ich muss auch sagen, das klappt auch, das funktioniert so. Aber die unmittelbare Katastrophenhilfe, die leisten dann doch nach dem Prinzip der Subsidiarität, wenn ich das recht verstehe, sozusagen Hilfswerke aus aller Welt, also ja, nicht nur Deutschland, ja, sondern eben auch andere, die dann da sofort tätig werden. Ja. Die deutschsprachigen Hörer, Zuschauer müssen sich vor Augen halten, dass das, was es in Deutschland gibt, natürlich auch in vielen anderen Ländern noch wieder gibt. Und es gibt dann bei besonderen Katastrophen zunächst den Appell von Caritas Internationalis, SOA nennt sich der. Die machen meistens auch sofort ein Programm, wir brauchen so und so viel. Jetzt zum Beispiel Pakistan, wir brauchen 11 Millionen. Und dann reagieren die nationalen Caritas-Institutionen oder auch die diözesanen Caritas-Institutionen auf den Appell von Caritas Internationalis und daraus wird dann ein Programm gemacht in Absprache mit den betroffenen Ländern, in Absprache mit den Bischöfen dort.
Und die Absprache erfolgt aber auch sicher nicht nur mit katholischen Hilfswerken, sondern natürlich in dem Gebiet selber, wo die Not groß ist, in Absprache auch mit anderen, also mit evangelischen oder mit anderen Hilfswerken? Ja, das ist sicher der Fall. Also in Pakistan wird nichts laufen ohne den Roten Halbmond und gegebenenfalls auch ohne Rotes Kreuz. Ich bin in Kosovo gewesen, in Albanien, als dort der Krieg war und habe dort auch erlebt, dass die Zusammenarbeit mit nicht-katholischen Institutionen sehr wichtig war. Ich würde allerdings sagen, wenn es jetzt um die Verlässlichkeit der Übergabe geht, dass dann also sich doch die katholische Struktur sehr bewährt hat. In Albanien, wo es ja sehr viele Nicht-Katholiken gibt, hat man am Schluss dann also auch von nicht-katholischen Institutionen die Verteilung der Güter den katholischen Pfarrern übergeben, weil man da mehr Vertrauen hatte. Aber vielleicht sind wir mit der materiellen Seite doch schon ein bisschen schnell auf das gekommen, was natürlich die Leute am meisten interessiert, aber was ich meine für unsere Aufgabe nicht das Wichtigste ist. Unsere meinen Sie jetzt Cor Unum? Cor Unum. Ja. Was ist das Wichtigste? Was würden Sie als das Wichtigste bezeichnen? Ja, im Sinne des eben angesprochenen, die Caritas des Papstes zu tun, ist natürlich wichtig. Was will der Heilige Vater? Wie setzt er seine Akzente? Und dann spielt die materielle Hilfe spielt natürlich immer noch eine Rolle. Aber es ist sehr wichtig zu sehen, dass kirchliche Hilfe immer im Zusammenhang steht mit kirchlicher Sendung, mit der Sendung der Kirche insgesamt. Ich habe ein bisschen unterstrichen die Verlässlichkeit der Weitergabe kirchlicher Hilfe durch kirchliche Institutionen. Aber ich muss darüber hinaus sagen, dass es noch wichtiger ist, dass unsere Hilfe eigentlich immer über die Entscheidungen der Ortsbischöfe läuft, damit zum Ausdruck kommt, Kirche verkündet nicht nur Gottes Liebe, sondern sie tut sie auch. Und dass es also eine Klammer gibt zwischen unserem Tun und der kirchlichen Verkündigung vor Ort. Wir sind bewegt von der Not der Menschen. Aber wenn wir die Dinge richtig sehen und ein bisschen das Evangelium zum Maßstab nehmen, dann müssen wir ja doch zugestehen, der Herr hat seine guten Taten an den Menschen auch immer im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit seiner eigenen Verkündigung gewirkt. Und insofern wäre es schlecht, wenn entweder Kirche nur verkündigte, aber nicht mehr als Kirche karitativ tätig wäre. Oder wenn man sagen würde, wir machen es philanthropisch, wir machen es humanitär und die Elemente der eigentlichen kirchlichen Sendung, nämlich Verkündigung und Liturgie, haben damit nichts zu tun. Diese Zusammenhänge sind wahrscheinlich für viele Journalisten oder Medien nicht so einfach zu begreifen, sage ich mal. Haben Sie da, aber trotzdem braucht man die Medien einfach, um die Not zu zeigen, um dann sozusagen auch Spenden zu erwirken. Sie können natürlich hingehen nach New Orleans und mit den Leuten reden, Trost spenden und so weiter. Aber irgendwo muss man ja auch konkret, materiell mal Hilfe leisten und dafür braucht man dann die Medien. Haben Sie Schwierigkeiten mit den Medien bei Ihrer Arbeit? Würde ich nicht sagen. Die Schwierigkeit könnte höchstens darin bestehen, dass die Elemente, die ich eben dargestellt habe, in den Medien nicht so überkommen. Eigentlich wundere ich mich, dass ich in meiner Arbeit oder wir in unserer Arbeit überall da, wo wir auch auftauchen, mit offenen Armen empfangen werden. Also die Problematik des Helfens vor Ort besteht nicht darin, dass wir auf Widerstand stießen. Sie besteht eher manchmal darin, für uns, für mich persönlich auch, zu verdauen, was da passiert. Geistlich zu verdauen, den notleidenden Menschen zu begegnen. Ja, ich erinnere mich eben an eine Situation in Ruanda. Ich wurde vom Heiligen Vater dorthin geschickt nach dem Genozid. Und es war auch eine Begegnung vorgesehen mit einem der großen Massengräber dort. Und auch dort ein Gebet zu sprechen. Und dann tauchten auf einmal
die Frauen der Männer, die man ermordet hatte, die dort begraben waren, auf. Und sie kamen in einer großen Schar. Ich wusste davon nichts. Und sie waren alle schwarz verkleidet. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich was sagen. Jetzt muss ich was sagen. Ich muss also versuchen zu trösten. Und ich habe dann also, weil man dort Französisch sprach, Französisch geredet zu diesen Frauen. Das sind Situationen, die man nicht so schnell vergisst und in denen zum Ausdruck kommt, dass, ich sage es jetzt sehr scharf, die Hilfe der Kirche mit Geld zu identifizieren total daneben ist. Das ist also, da merkt man, dass, dass kirchliche Hilfe weitergehen muss. Ich will das Materielle nicht rauskürzen, aber wir in unserem materiellen Horizont und mit unseren materiellen Kategorien sehen zu wenig, dass Menschen mehr brauchen als Brot und ein Haus über dem Kopf. Es gibt so einen schönen Satz, es muss im Leben mehr als alles geben. Und der fällt mir schon mal ein. Und es ist sehr wichtig, das festzuhalten und auch auszudrücken. Und um das noch dazu zu sagen, es ist wichtig, dass wir das aus dem Horizont des Glaubens tun. Man kann natürlich auch philanthropisch schon eine Weile helfen, Anteil nehmen und Menschen die Hand halten. Aber oft geht es ja dann darum, dass mit dieser schrecklichen Situation, in der die Menschen stehen, ihr Schicksal besiegelt erscheint. Oder die Toten, die tot sind, kommen nicht wieder. Da kann ich also so viele Schecks auf den Tisch geben, wie ich will. Werden Sie in solchen Notsituationen dann auch als Gesandter des Papstes empfunden? Ja, ganz sicher, ganz sicher. Wir haben es also, ich sagte das schon, wir haben es relativ leicht. Sowohl Johannes Paul wie auch Benedikt, die haben einen solchen Rang vor den Menschen, dass wir brauchen nur die Tür aufzumachen, dann haben wir schon gewonnen, wenn wir vom Papst kommen. Aber das, was dann manchmal etwas schwerer ist, ist halt, das auszuhalten und auch das richtige Wort zu finden. Oder in einem riesen Gefängnis bin ich gewesen, gebaut für 1500 Leute. Da waren 6700 drin. Und dann geht man da durch und die Leute stehen da. Und ich hatte natürlich vorher Angst. Ich denke, was werden die dir antun? Und dann habe ich auch wiederum gedacht, ich muss jetzt reden. Und habe dann gesagt, wo ist hier jemand, der das übersetzen kann? Und dann habe ich versucht, den Männern zu sagen, ihr seid nicht vergessen. Es gibt noch jemand im Himmel, der euch sieht und auf den ihr setzen müsst. So. Dann könnte man sozusagen Cor Unum auch übersetzen mit ein Herz zeigen für die Menschen und die Menschlichkeit zeigen. Das finde ich sehr schön. Ich höre es zwar zum ersten Mal, aber es würde jedenfalls die Absichten, in denen wir arbeiten, schon sehr, 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 sehr gut treffen. Nun war 2005, nehmen wir Weihnachten 2004 noch mit dazu, ein doch sicher sehr hartes Jahr, auch gerade für Sie. Tsunami, Stichwort, dann die anderen Katastrophen, Hurricanes bis hin zu den Hurricanes. War das ein schwierigeres Jahr als die Jahre davor? Es war vielleicht bewusster durch die starke Kommunikation der Medien. Für unsere Arbeit hat es keinen so großen Unterschied gemacht. Der Tsunami war natürlich etwas sehr Besonderes, aber ich würde eigentlich eher sagen, durch die Art, wie der Tsunami ablief, insofern nämlich immer wieder neu berichtet wurde und die Dinge sich hochschaukelten und die Sensibilität der Öffentlichkeit in Schüben geweckt wurde. Ich bin in Sumatra gewesen, Banda Aceh im Norden, und bin dort krank geworden. Das kann natürlich auch passieren. Hatte dann auf einmal über 39 Fieber. Und da muss man sehen, wie man da in dem Dreck zurechtkommt. Aber da braucht man auch einen guten Schutzengel. Und der liebe Gott hat uns bisher noch nicht verlassen. Ich konnte dann nicht mehr in Indien dabei sein. In anderen Ländern, die Reise war etwas länger programmiert. Aber ich würde nicht sagen, dass wir als Cor Unum stärker gespürt haben, dass es Not in der Welt gibt. Ich glaube, da gibt es einen Unterschied zwischen den Fakten und der Wahrnehmung, die aufgrund der Medien erfolgt.
Vielleicht gibt es auch einen Unterschied, wo eine Katastrophe passiert. Tsunami, das waren ja nun Gebiete, die von kleinen Ausnahmen mal abgesehen, doch überwiegend islamisch bevölkert sind. Kommt da ein Gesandter des Papstes überhaupt auch an in der betroffenen Bevölkerung? Ich könnte mir vorstellen, dass in Lateinamerika die Begeisterung, auch die der Empfang ein anderer ist. Ja, aber mir scheint, dass, also ich sagte das ja eben schon bezüglich New Orleans, die Kontaktpersonen, zu denen wir gehen, sind immer zunächst die Bischöfe, beziehungsweise die Priester, die Ordensleute, sodass wir also immer Gesprächspartner haben, die uns erwarten. Als ich in Pakistan gewesen bin, da gab es ja auch durch die Kriegsauswirkungen große Läger von Flüchtlingen. Und dann bin ich in Islamabad gewesen, habe den Präsident Musharraf gesehen. Das habe ich eben noch vergessen. Wir sehen also auf die politischen Instanzen auch. Ich war auch jetzt nach New Orleans noch im Weißen Haus in Washington. Das ist auch immer wichtig, die politischen Instanzen nicht zu übersehen. Da sind wir also in den Norden von Pakistan in ein großes Lager gefahren. Das war ein mohammedanisches Lager, weil es dort auch ja, überwiegend Mohammedaner gibt oder Moslems. Und die, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeit war genauso groß wie in anderen Flüchtlingslägern. Es ist also so, dass man nicht denken dürfte, dass wir da stören oder unwillkommen sind. Wenn jemand wirklich in Not ist, dann freut er sich über Anteilnahme und er freut sich auch darüber, dass er Hilfe bekommt. Darf ich mal eine persönliche Frage auch zu Ihnen stellen? Sie sind Präsident dieses päpstlichen Rates, Cor Unum. Können Sie uns zwei, drei Worte sagen zu Ihren Stationen? Wie kommt man zu dieser Stelle? Wo waren Sie vorher? Warum sind Sie ausgerechnet jetzt Präsident geworden und nicht vielleicht von einer anderen Organisation? Ruf des Papstes? Ja, das wäre ein abendfüllender Film, aber ich mache es ganz kurz. Ich war Priester der Diözese Paderborn, 1961 geweiht, Paderborn in Westfalen. Bin dann durch seltsame Umstände in das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz gekommen. Und als zum ersten Mal eine Delegation von polnischen Bischöfen offiziell in die Bundesrepublik kam, war ich inzwischen vom Paderborner Erzbischof zum Weihbischof geweiht worden und ich wurde dann abgeordnet, diese offizielle Delegation 1978 zu begleiten. Und kam durch Gottes Fügung, muss ich schon sagen, in das Auto des Kardinals Wojtyła, sodass wir uns dort kennengelernt haben. Und als er dann Papst geworden war, hatte ich sogar die Gelegenheit, ihn an seinem Einführungstag schon zu begrüßen hier in Rom. Und dann hat er mich später geholt. Und dann war ich 15 Jahre im Rat für die Laien, habe dort sehr viel und sehr gerne gearbeitet mit den neuen geistlichen Bewegungen, weil dort sehr viel Kraft steckt und weil sie auch nicht immer das nötige Echo finden in den Strukturen der Ortskirche. Und später bin ich dann von Papst Wojtyła eben zum Präsidenten von Cor Unum ernannt worden. Und da sind Sie jetzt und reisen sozusagen für den Papst durch die Welt, spenden Trost. Ja. Sagen möglichst. Hilfe zu, zeigen seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren. Solange die Gesundheit es mitmacht. Ja. Haben Sie denn auch mal Situationen erlebt, wo Sie unerwünscht waren irgendwo auf der Welt, also als Gesandter des Papstes? Eigentlich in dieser Aufgabe nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Und ich hätte mich erinnern, ich würde mich erinnern, wenn es passiert wäre, weil es sehr ungewöhnlich wäre. Das war in der früheren Funktion eher der Fall. Und gibt es andersherum gesehen eine Situation, die Sie, wo Sie überrascht waren über den Überschwang an Begeisterung oder auch über die Herzlichkeit der Aufnahme?
Ja, das liegt natürlich am Temperament der Länder, in die man geht, oder der Völker, die man besucht. Es ist eigentlich immer sehr einfach in Lateinamerika, auch in Mittelamerika. Einfach im Sinne von Zeichen des Willkommens. Ich erinnere mich, als ich zum Beispiel in Nicaragua war, da waren die Katechisten zusammen und sie machten dort irgendeinen Kurs, um sich fortzubilden. Und dann bin ich dorthin gegangen mit dem Bischof und dann sagten die, sagt der Bischof, sagte, da kommt jemand vom Heiligen Vater. Und dann fingen die an zu weinen. So bewegt waren sie. Und gleich ein Lied auf dem Papst und so weiter und so weiter. Also das ist unterschiedlich. In anderen Ländern ist das sicher nüchterner. Und Entschuldigung, aber die Leute von der Presse fragen immer, wie viel Geld bringen sie denn? Und ich muss dann immer ein bisschen abwehren und sagen, das ist nicht die Hauptaufgabe. Man kann heute Geld auch per Scheck und per Bank schicken und das kommt auch an. Sondern es geht darum, dass die Menschen ein Gesicht sehen, dass sie Anteilnahme verspüren und dass man ihnen was vom lieben Gott sagt. Ja. Ich will dieses letzte schöne Wort, das Sie eben gerade gesagt haben, aufgreifen, dass die Menschen ein Gesicht sehen, dass sie das Gesicht der Kirche sehen, dass sie das Gesicht Christi sehen, das Gesicht der Nächstenliebe. Das war, liebe Zuschauer, Weitblick, die Welt von innen. Diesmal haben wir auf die Katastrophen geschaut, aber wie Sie gemerkt haben, ging es nicht um die Katastrophen, sondern wir haben ins Herz geschaut. Und deswegen hatten wir auch hier zu Gast seine Exzellenz, Erzbischof Paul Josef Cordes, den Präsidenten von Cor Unum. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie haben etwas gelernt, so wie ich auch jetzt etwas gelernt habe. Wenn Sie mehr über die Sendungen Weitblick erfahren wollen, dann schauen Sie auf unsere Webseite, die im Anschluss an diese Sendung eingeblendet wird. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Informationen, wie Sie notleidenden und verfolgten Menschen helfen können, erhalten Sie unter folgenden Telefonnummern.